Es ist immer wieder interessant, wer von oben runterkommt. Wie viele Spieler habe ich eigentlich hier im Trainingsbetrieb? Ist auch nicht immer selbstverständlich, dass alle da sind, weil die auch Arbeit, Familie und so haben. Und das wird jedes Mal von Woche zu Woche interessant sein, aber es ist auch eine Chance für die Jungs, die letztes Jahr nicht so viel gespielt haben in der Mannschaft, weil das ein extrem aufgeblähter Kader letztes Jahr war. Jetzt können die sich eigentlich beweisen und zeigen, dass sie zu Unrecht letzte Saison so wenig gespielt haben. Das ist auch komplett was Neues, allein die ganze Vorbereitung schon. Wir haben dann zu 11, zu 12 trainiert, aber es macht sehr viel Spaß und das ist die Hauptsache. Und Erfolg werden wir in meinen Augen auch haben. Geht mir genauso, ja. Dann fällt dann noch einer weg. Dann ist es natürlich noch kleiner auf dem Foto, aber ist okay. Ne, wir haben die Sache so angenommen, so angepackt und das wollen wir dann auch so durchziehen und dann gucken, dass wir das Beste daraus holen. Also ich bin der Meinung, gerade jetzt nach dem ersten Spiel, wir können nach wie vor jede Mannschaft schlagen, wenn wir unsere Leistung abrufen, und ich bin sehr optimistisch. Ich war jetzt auch in dem Spiel, in dem letzten waren wir jetzt eigentlich nah dran, zumindest einen Punkt zu erarbeiten. Man muss aber natürlich aber immer wieder auf die groben Fehler verzichten, die wir dann vor dem 0-1 gemacht haben. Und daraufhin arbeiten wir, um diese abzustellen und gucken, dass es dann besser wird am nächsten Wochenende. Also man weiß genau, was er will. Das ist sehr gut. Und ja, also bis jetzt nur Positives. Ich kämpfe mich durch, habe immer Lust auf Spiele und auf Gewinnen. Und dann tut mir natürlich so ein Wochenende mit 2x03 tut mir besonders weh. Nur wir müssen halt gucken, dass wir so ein bisschen auch wissen, dass wir oben eigentlich angreifen wollen und unten wollen wir eigentlich genug Spiele gewinnen, dass wir die Klasse halten. Das ist natürlich, alles andere wäre auch Blödsinn mit der Größe des Kaders.